Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem weiteren kleinen Projekt von uns. Und zwar spielen wir heute The Legend of Siren Head. Und wir wollen gar nicht lange schnacken, sondern direkt loslegen. Wenn ich es könnte. Jetzt. Im November 1993, 6 Teenagers went missing in the Witchwood Forest, Oxfordshire. After repeated investigations, their whereabouts were still a mystery. Locals have reported the sound of sirens in the dead. Schneller konnte ich leider nicht lesen. Okay, it's about time I investigate this disappearance and put is... Ja, war leider auch wieder für mich zu schnell. Also, grafiktechnisch ist es auf jeden Fall schon mal ein Schmankel. Finde ich schon mal nice. Hat so ein bisschen was, finde ich, auch von Flash Water. Sah ja nicht ganz so, aber so ähnlich aus, oder? Okay. Und hier haben wir was gefunden. I thought camping was gonna be fun and give me chance to bond with my dad. But it's the sixth time we have heard those goddamn sirens. We still don't know where they're coming from or why they're sounding in the first place. I just wanna sew home, but dad insists we stay. Okay, also es gab ein paar wunderschöne Sirenen und der Vater hat sich dafür entschieden, da zu bleiben, um diesen Sirenen auf den Grund zu gehen. Und there is a blood on the floor. Und zwar gar nicht wenig. Oh Gott, blood trails. Was? These have got to be from... Wenn ich minimal schneller lesen könnte, das wäre echt optimal. Die wichtigsten Infos verpasse ich immer irgendwie, gefühlt. Strange, they just end here. I keep moving forward to see what else I can find. No trespassing. Okay. Also hier dürfen wir nicht weiter, weil abgesperrte Zone. Also, lieber Zuschauer, wenn ihr sowas im Wald seht, ja, wo sowas dran steht, bitte geht da nicht rein. Ja, das hat einen Grund, warum da so ein Schild ist und versucht nicht irgendwie den Zaun hochzuklettern oder irgendwie rüber zu klettern. Wir machen es trotzdem. Those sirens? Where are they coming from? Alter, es tut auch ein bisschen in den Ohren weh. What? Was war das? Oh no. Also ich würde an seiner Stelle schon lange wieder umdrehen und quasi wieder in mein Auto zurück, also über den Zaun klettern und den verpiss mich Kowski machen. Warum? Ja klar, der nächste Zaun. Another fence to climb. Journalist 22 goes missing. A police investigation turns up in clues once again. Locals report a sirens on the high is the disappearance. Das war das ganze Game? Also, ja, irgendwo nice, aber irgendwo auch sehr kurz. Aber gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Ich hoffe, ihr hattet dennoch ein bisschen Spaß bei dieser kurzen Folge. Und lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch sowas gefallen hat. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne auch ein Abo da lassen. Und ich sage erstmal, bis dahin. Reingehauen!